Staubsauger haben heutzutage einiges drauf. Sie saugen nicht nur, sondern sollen auch den Staub hinten nicht wieder rausblasen. Aber was ist mit dem ultrafeinen Feinstaub? Staub gibt es überall. Ihn kann man meist mit bloßem Auge sehen. Anders der Feinstaub. Er ist für unser Auge nicht sichtbar. Ein Feinstaubpartikel ist maximal ein Tausendstel Millimeter groß, also 10.000 Mal kleiner als ein Reiskorn. Und weil die Teilchen so winzig und leicht sind, schweben sie lange in der Luft und sinken nur allmählich zu Boden. Atmen wir große Mengen Feinstaub über einen längeren Zeitraum ein, kann das zu gesundheitlichen Problemen führen. Durch Feinstaub entstehen insbesondere Herzinfarkt und Schlaganfall, dann Lungenerkrankungen besonders häufig, Asthma. Feinstaub in der Wohnung entsteht zum Beispiel beim Braten, durch Kerzen oder Kaminöfen, auch in Form von Milbenkotpartikeln. Oft wird Feinstaub aber auch von draußen mit in die Wohnung gebracht, über Schuhe oder Kleidung oder beim Lüften durchs Fenster. Wie gut dieser Feinstaub weggesaugt wird, das wollen wir testen. Die Kandidaten: ein Billigmodell vom Discounter, ein Bodensauger der Mittelklasse, beide seit Jahren in Betrieb, und ein fast neuer akkubetriebener Sauger eines Markenherstellers. Wie kommen Sie mit dem Feinstaub in Wohnungen klar, in denen mehrere Tage nicht gesaugt wurde? Um das messen zu können, besorgen wir uns ein professionelles Messgerät. Es ist eine Art Staubsauger mit einem speziellen Filter. Der fängt und sammelt nur Feinstaub bis 1 Mikrometer Größe. Wir lassen uns in das Messverfahren einweisen und nehmen das Gerät mit zu den drei Testkandidaten. Nun kann es losgehen. Den ersten Kandidaten, den Discounter-Staubsauger, besitzt unser Reporter selbst. Der Sauger wird jetzt genau eine Stunde lang seine Arbeit tun. Das Messgerät steht dabei in der Nähe des Luftausstoßes. Da auch nach dem Saugen noch aufgewirbelter Staub in der Luft sein kann, wird anschließend noch eine weitere Stunde lang gemessen. Dann kommt das 10 Jahre alte Mittelklasse-Modell in der Wohnung von Julia und ihrer vierköpfigen Familie dran. Saugen ist bei ihr Pflichtprogramm. Oh ja, fast jeden Tag. Das kann man 2-3 in der Woche schon. Dritter Kandidat, der fast neue akkubetriebene Sauger von Christina, der seit ein paar Wochen in ihrer Wohnung seinen Dienst tut. Ich lebe in der Stadt und hier ist so viel Staub ständig, ich muss relativ häufig reinigen. Und ich habe ja hier viel Parkett und Fliesen, da kann man es gut sehen, wie die Staubentwicklung hier tatsächlich ist. Alle Sauger sind mit sogenannten HEPA-Filtern ausgestattet. HEPA steht für hocheffiziente Luftpartikelfilter. Drinnen steckt ein feinmaschiges, dichtes Vlies, das durch eine mehrlagige Wabenstruktur den größten Teil der Feinstaubpartikel filtern soll. Das klappt relativ gut, sagt Cecilia Meusel von der Stiftung Warentest. Seit vielen Jahren prüfen sie dort immer wieder Staubsauger, auch auf das sogenannte Staubrückhaltevermögen. Tatsächlich ist es so, dass Bodenstaubsauger zumindest in der Regel da sehr zuverlässig sind. Ich glaube, das letzte Mal, dass wir einen Bodenstaubsauger da wirklich mit mangelhaft bewertet haben, das war 2018. Also es ist schon eine sehr, sehr ordentliche Filterwirkung. Und das ist gut so, denn in der Lunge können Feinstaubpartikel tatsächlich große Schäden anrichten. Warum das so ist, erklärt Professor Stefan Andreas. Er ist Chefarzt der Lungenfachklinik Immenhausen. Kleinere Teile sind gefährlich, weil sie besonders tief in die Lunge eintreten, in die Atemwege, die sich immer weiter aufteilen und am Ende sogar in die Lungenbläschen oder Alveolen. Und in diesen Lungenbläschen, Alveolen können sie auch ins Blut übergehen und sich im ganzen Körper verteilen. Wir sind mit unseren Proben im Analyselabor angekommen. Hier werden die drei Filter nun untersucht, und zwar mit einer Feinwaage. Die Filter sind einmal vor dem Test gewogen worden und kommen jetzt nach dem Test noch einmal auf die Waage. Die Differenz ist dann genau die Menge Feinstaub, die vom Testgerät eingesaugt wurde. Dass Feinstaub hängen geblieben ist, lässt sich schon an der dunklen Verfärbung deutlich erkennen. Aber wie viel? Das wird jetzt bestimmt. Wichtig ist zu wissen, es gibt unterschiedliche Grenzwerte, zum Beispiel für Außenluft oder den Arbeitsplatz. Für Wohnungen liegt der Grenzwert bei 40 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft.
Die Menge, die während und nach dem Saugen beim Billigmodell gemessen wurde, lag mit 220 Mikrogramm fast 6-mal so hoch. Hat da der HEPA-Filter versagt? Nicht unbedingt, denn manche Staubsauger können auch eine andere Schwachstelle haben, nämlich ein undichtes Gehäuse. Darauf weist Stiftung Warentest hin. Wenn vorher schon sozusagen Feinstaub aus dem Gehäuse dringt, bevor es dann den letzten Schritt zum Ausblasen kommt, dann sind dann schon vorher Feinstaubpartikel ausgetreten und dann kann der HEPA-Filter dann zwar seine Arbeit tun, aber dann ist ja schon vorher was in die Luft gegangen. Im Fall unseres Reporters wäre eine Reparatur oder der Kauf eines neuen Modells sinnvoll. Die gute Nachricht? Die gemessene Feinstaubkonzentration beim Mittelklasse-Sauger von Julia lag mit 25 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft klar unter dem Grenzwert von 40 Mikrogramm. Der Staubsauger ist schon über 10 Jahre alt und ich hätte nicht gedacht, dass er da doch noch so gut abschneidet. Und beim neuen Sauger von Tina wurde nur so wenig Feinstaub gefunden, dass er sogar noch unter der Bestimmungsgrenze von 25 Mikrogramm lag. Ich habe zwar viel gelesen über den Sauger und dass der gut sein soll, aber wenn man jetzt so genaue Ergebnisse hat, dann ist das ja, sehr erfreulich. Da sich aber fast immer feinste Stäube in der Luft befinden, empfehlen Experten nach dem Saugen kräftig zu lüften, glatte Bodenflächen regelmäßig zu wischen und am besten Feinstaub schon beim Entstehen zu minimieren durch eine Abzugshaube über dem Kochfeld. Dann hat Feinstaub in der Wohnung eher schlechte Karten.